Wieder eine neue Woche, wieder ein weiterer Gegner. Am heutigen Freitag trifft unser FC Wacker Innsbruck auswärts auf den FC Blau-Weiß Linz. Bevor wir uns über die Oberösterreicher stürzen, schauen wir uns noch einmal die Highlights aus dem Spiel gegen den SKU Amstetten an. Binnen weniger Tage durften wir mit den Niederösterreichern die zweite Mannschaft im Tivoli-Stadion Tirol begrüßen. Das Spiel war zunächst ausgeglichen, die Niederösterreicher kamen etwas besser in die Partie. Markus Wallner hatte dann aber die Führung auf dem Fuß, schlussendlich traf er aber aus spitzem Winkel nur die Stange. Wenig später brachte Raphael Gallet mit seinem ersten Saisontor die Zuschauer auf den Tribünen zum Jubeln. Nach einem schönen Pass von Atsushi Saizen war diesmal Max Wallner zur Stelle und konnte noch vor der Pause auf 2:0 erhöhen. Nach dem Seitenwechsel gab es zunächst Aufregung im Strafraum der Amstettner, als ein klares Handspiel vom Schiedsrichter nicht gesehen wurde. Die Niederösterreicher versuchten mehr und kamen schlussendlich nach einer Standardsituation noch zum Anschlusstreffer. Am Ende behielt die junge schwarz-grüne Mannschaft aber die Oberhand und es wurde richtig gefeiert. Ob es heute wieder Grund zum Jubeln gibt, steht noch nicht fest. Auswärts konnte unser FCW bisher noch nicht punkten, gegen Blau-Weiß Linz soll sich das ändern. Die Linzer konnten bisher 7 Punkte einfahren. Gegen Karpfenberg gab es zum Ligastart ein 1:1, ehe es eine Niederlage beim GRK setzte. Anschließend konnte sich die Elf von Goran Djuricin mit 1:0 per Steyr durchsetzen und zu Hause einen 4:30 gegen die Young Violets einfahren. Vergangenen Sonntag setzte es eine 1:3 Niederlage bei Austria Klagenfurt. Macht insgesamt 7 Punkte und Platz 11. Bei Linz hat sich im Sommer auch sehr viel getan. Gleich 14 Spieler verließen den Verein, 16 Neuzugänge konnten begrüßt werden. Alexander Kostic kam aus Serbien und dürfte dem einen oder anderen schon ein Begriff sein. Der Mittelfeldspieler spielte schon bei Rapid Wien. Fabian Schubert soll im Sturm für Verstärkung sorgen und kam von Hartberg neu zum Verein. Ebenso Stefano Sudanovic, der von der SV Ried in die oberösterreichische Hauptstadt wechselte. Goran Djuricin setzt auf ein 4-2-3-1-System mit Amar Helak im Tor. Vor allem spielt Nosa Edokpolo als linker Verteidiger. Die Innenverteidigung bilden Martin Kreuzriegler und Danilo Mitrovic. Rechts außen spielt Routinier Martin Grasecker. Das defensive Mittelfeld bilden Durgay Gemici Basi und Lukas Dusch. Die Dreierkette davor besteht aus Alexander Kostic, Philipp Pommer und Oliver Philipp. Ganz vorne hat in letzter Zeit Fabian Schubert den Vorzug gegenüber Stefano Sudanovic bzw. Thomas Fröschl erhalten. In der zweiten Liga gab es bisher 8 Spiele, wovon 4 FCW-Siege zu Buche stehen. Spiele unentschieden endete und man eine Partie verlor. Die zweite Mannschaft musste sich vergangenes Jahr zu Hause mit 1:3 geschlagen geben, kam aber zu einem 2:0 Erfolg auswärts durch Tore von Alex Gründler und Max Wallner. Insgesamt stehen bei den Linzern 26 Spieler im Kader, davon 8 Legionäre. Der Marktwert wird auf 3,65 Millionen Euro geschätzt und im Durchschnitt sind die Linzer 22,5 Jahre alt.